unüberlegt ein, okay. Wir können Spiel übertakten. Gar zu Ende, wir können es am Spiel übertakten, ey. Wir hätten es fast noch verlängern können, aber dafür hat es wohl doch nicht gereicht. Ja, okay. Okay. Hallo meine Friendos und willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles X. Beim letzten Mal haben wir ein paar Standardmissionen angenommen und zwei Harmoniegespräche geführt mit Lynn und Elmer. So, und diesen Part will ich jetzt erstmal hier das Miranium abgeben, da ich jetzt genug habe, abliefern. Das war wahrscheinlich wieder für... Ja, was war das? Ach, keine Ahnung. Ist doch egal, wir haben es geschafft. So, und außerdem wollen wir eine Harmonie-Mission starten. Und zwar im Testhangar. Da haben wir eine gesehen für Level 17. Ich weiß jetzt gar nicht, für wie viele Mitglieder das war. Ich habe jetzt einfach mal Gwyn mitgenommen. Den wollten wir sowieso mal mitnehmen. Und den haben wir auch noch eine Harmonie-Mission irgendwo. Die machen wir dann, glaube ich, direkt danach. Aber erstmal... Erstmal die 17er hier machen. Moment, hier geht's lang. So. Ich hoffe, das ist für viel Mitglieder. Wenn nicht, dann eben nicht. Naja. Dann nehme ich Gründe halt erst beim nächsten Mal mit. Da. So, was haben wir hier? Da muss ich ja unten noch machen, ne? Habe ich die? Für drei Mitglieder, verdammt. Versuchskaninchen gesucht. Okay, Moment. Habe ich die irgendwo? Ah ja, hier. Gut. Das war's aber, oder? Okay, der Testhanger darf nicht belegt sein. Ich weiß auch gar nicht, durch was. Ich weiß gar nicht, was da belegt sein kann. Aber okay, gut. Gwyn erstmal rausnehmen. Nee, war schon richtig. Aufstellung. Genau, Sendung bestätigen. So. Und. Annehmen. Hey! Are you the one here to help with testing? Good. You look tough. You'll do just fine. The name's Alexa, and I'm an outfitter. Nice to meet you. Should we get started? I want to get to testing this new scale weaponry ASAP. And since you're so tough, the data should be great. Frage Alexa, was du eigentlich tun sollst. Ja. Oh yeah, should probably explain that. As I mentioned, I'm an outfitter. My job is testing new scale weaponry. But in order to gather test data, I need a test subject. And that test subject is you. Oh, and feel free to hit back. Okay, darf ich den Scale bedienen oder was? We ready to begin now? My scale's tough, so no holding back. Give me everything you've got. Oder muss ich ihn angreifen? Auf jeden Fall, ja. Mission abgeschlossen, was? Was? Moment. Achso, ja, das ist die Nebenmission, die habe ich abgeschlossen, okay. Ich wollte gerade sagen, ja. Okay, wir müssen kämpfen. Alles klar. Ich dachte schon, ich konnte ihn bedienen, das wäre mega geil gewesen. Ah, naja. Davon träume ich auch nur. Na gut, dann verprügeln wir ihn ein bisschen. Wenn ich unbedingt Schrott haben will, damit kann ich dienen. Bam, bam. Ich bin mal gespannt, wie viel der wirklich aushält. Wahrscheinlich fliegt er gleich voll auseinander. Die wird jetzt mal vor rumrollen. Könnte ich mir gut vorstellen, aber er weiß das schon. Er weiß das schon so genau. Ah, er ist umgehauen. Sehr gut. Ich erstmal meinen Ultra-Skill drauf und das war's. Locke easy. Wow. Ganz schön opponiert. Like,
really strong. I can't believe you beat my Skell. Your Skell? That's funny. That's a loaner from Sakuraba Industries. A very expensive loaner. Hey, Tika. Did you see that? Best test subject ever, right? Of course I saw it. I'm the lead designer on the weapon you're testing. You get some good data? Amazing data, actually. Although, we have to take the client's Skell in for repairs thanks to a certain someone. Still, I'd call it a net positive. Dafür kann ich nichts. Hey, it wasn't me that broke the Skell. Besides, that's how tests go. Ja, das ist klar. Jetzt wieder auf mich schieben, oder was? Ja, genau. Oh, Fur. You're something else. Look, you mind handling the next test in place of Alexa? Sage Tika, dass sie sich auf dich verlassen kann. Ja, okay. Hey, wait, I'm coming too! Watching stronger people is the best way to learn. It'll make me a better pilot. Sounds like it's settled. So, I need help with a ramjet rifle performance test. I'm short on field application data, so I want you to engage some indigens with it. Oh, are we testing a Skell weapon? Sorry, it's ground gear. Is that a deal breaker? Nah, I'm still in. I mean, yeah, if it were a Skell weapon, I'd have been super in. But I believe research doesn't have to be exciting to be world-changing. Yeah, it's not. But I still need the test done. Oh, and thanks for babysitting, Alexa. I have high hopes for you. Na gut, Level 17, alles klar. Nein. Immer soll schon drinnen bleiben. So. Gut, wo müssen wir denn dafür hin? Ach, nach Silvalum. Okay. Okay, da waren wir schon mal, zum Glück. Direkt hier am Anfang, dann können wir uns auch hinporten. Nice, nice. Also dann, gucken wir noch mal. Also ich schätze mal, dir hat diese Ausrüstung, die dir getestet, ne? Oder soll ich das machen? Dann muss ich irgendwas anlegen? Ich denke doch mal nicht, oder? Auf jeden Fall haben wir ein ganz großes Gebiet. Holy shit, was bist du denn? Dich habe ich letztes Mal aber nicht gesehen. Ach, guck mal. Das sind doch Viecher, die aus dem Boden kommen können. Sowas. So diese Panzer oben, das haben wir doch schon mal gesehen. So aus dem Boden ragen irgendwo. What the fuck bist du denn schon wieder? Wo kommen die ganzen komischen Viecher her? Level 55, yo. Die habe ich letztes Mal nicht gesehen. Wahrscheinlich, weil es jetzt Nacht ist und. Oh, das sieht ja. Stimmt, ich war hier gar nicht nachts, ne? Das sieht richtig geil aus jetzt. Mit den leuchtenden Kugeln und diesen Glitzer überall wieder. Wie in Noctilum. Nice, ja, nice. Okay, hier irgendwo. Und das. Okay, wir sind da. There's our subject. This may be just a test to us, but he doesn't know that. So don't let your guard down. Oh, wait. There's an even bigger critter over there. I fought him during a Skell test once. He was tough, but the data was insane. He wasn't in Tika's orders, but we could use him in our test anyway. Behauptet, dass ein größeres Testobjekt garantiert auch aufschlussreichere Daten liefert. Na gut. Absolutely. No science ever advanced without a little bit of crazy, am I right? Auf jeden Fall. Ich kämpfe auch lieber gegen solche großen Viecher. Gut, dann wollen wir mal, So, da, Level 16, alles klar. Das kriegen wir hin. So, Typi, ich hab gehört, du willst kämpfen. Also wird gekämpft. Und. Typi,
Das ist hier echt uncool. Da hinten ist noch so ein Vieh. Okay, ich muss versuchen, es wegzulocken. Das wird sonst schief gehen, habe ich das Gefühl. Typi, Typi, Typi. Okay, Leute, Leute, alle zu mir, alle zu mir. Der Typ soll mal rankommen, der soll mal rankommen. Das gefällt mir nicht. Wenn der andere Typ da in der Nähe ist. Typi, Typi, jetzt komm doch mal her. Ja, ja, die steht ja immer noch vorne, was soll das? Okay, dann gehe ich noch den Ruf. Okay, dann kann ich Schaden. Okay, der Typ kommt langsam an. So, können wir hier in Ruhe kämpfen? Ich denke, das sieht gut aus. Gut. Dann wollen wir mal, dann wollen wir mal. Obwohl, den will ich jetzt ungern einsetzen. Ich gehe auf Nahkampf. Habe ich was angesetzt? Kann ich nur den Kopf angreifen, oder? Ich kann nur hier unten das angreifen. Vielleicht sollte ich das mal tun. Scheint keine schlechte Idee zu sein. Die sind so ähnlich wie die Visa Bros, nur ein bisschen anders und größer und keine Ahnung. Nein, renn doch, Shanna. Okay, ich wurde, glaube ich, nicht erwischt. Aber Alexa dafür. Die ist fast tot. Typi, Typi, renn doch nicht. Renn doch nicht. Weg. Will ich von hinten angreifen. Bats. Und am besten nochmal. Warm. Der sich auch nicht umdreht. Alle stehen hier hinten, aber der guckt immer noch in die falsche Richtung. Alles klar, jetzt dreht er sich um. Aber ist mir egal. Was? Was? Achso, stimmt ja. Ich habe ja immer noch alle. Passieren. Sollte mir aber nicht unbedingt immer noch folgen. Das muss nicht sein. Ich hoffe, das lassen wir jetzt. Aber wenn nicht. Scheinbar nicht, aber okay. Warm, warm, warm. Warm. Kriegen wir auch so, dann ist egal. Freuen die mir ruhig. So, ich übertakte mal. Gut, zack, zack. Fangen wir hiermit wieder an. Nee. Dann doch hier das. Nee, nicht Nahkampf. Nee, mach ich das hier erstmal. Und jetzt das, Bats. Machen wir das hier, warm, warm. Ja, schade. Sieht diesmal aber ziemlich lange, war es wegen meinem Talent oder habe ich irgendwie wieder 3000 Punkte vollgekriegt? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich dachte schon, nimm mehr down. Aber die lag nur am Boden. Okay. Okay. Aber bei Elmer sieht es ein bisschen kritisch aus. Ja, bei Alexa auch, aber die ist nicht so wichtig. Zack, so. Mal von hinten. Warm. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir, glaube ich, gerne. Glaube ich. Miss Elmer's down. Das ist nicht so gut. Ah nein, jetzt habe ich. Jetzt hab ich natürlich 3000 SP verbraucht, aber ich habe wieder 3000. What the fuck? Und hier habe ich dazu wieder SP dazu dadurch bekommen. Weiß nicht genau wie, aber okay. umso besser, umso besser. Also Alexa ist auch down. Wie gesagt, es ist nicht so schlimm. Das ist zu verkraften. Tibi, Tibi, nicht umdrehen. Nein, Shanna, lauf doch weiter. Wie immer verfehlt, oder? Krass, krass. Er trifft einfach nichts. Er trifft nichts. Aber ich treffe dafür umso besser. Bam. Und nochmal von hinten. Bam. Keine Chance. Er hat keine Chance. Er hält zwar viel aus, das stimmt, aber das wird ihm auch nicht helfen. So, nochmal die Attacke. Ich will Alexa auch nicht unbedingt jetzt wiederbeleben. Wie gesagt, ist nicht nötig. Ist nicht nötig. Das können wir auch so locker easy hin. Wie man sehen kann. Soll ich den mal einsetzen? Warum eigentlich nicht? Zack. Mehr Potenzial. Und ich mache mehr Schaden. Und bin allgemein einfach krass. Bam, bam. So, 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 so. Ist alles wunderschön. Alles super. Au, oh, wow, wow. Das war einiges an Schaden, aber okay. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Das ist alles noch im grünen Bereich. Und er ist fast tot. Das ist doch super. Gut, hau ich den noch rein, dann sollte das gewesen sein, denke ich, hoffe ich. Warm und weg ist er, jawohl. Nice work.
So, sorry, wurde wieder kurz unterbrochen. Okay, scheinbar müssen wir den anderen auch noch platt machen. Okay. Na gut, na gut, na gut. Kriegen wir hin, kriegen wir... Nee, da hinten. Hier irgendwo. Hallo? Hallo? Ah ne, das war der eine jetzt, den wir jetzt besiegt haben. Und da hinten ist noch einer. Wenn ich es richtig verstehe, okay. Okay, okay. Dann eben so, dann eben so. Ach hier, die kleinen Viecher, okay. Typi, Typi. Okay, der ist nicht aggressiv. Dann kann ich einfach vorbeifliegen, aber im Kampf ist das ein bisschen unpraktisch. Der wird dann sicher mit angreifen, oder? Zumindest wenn wir entsprechende Skills einsetzen. Aber er scheint ja eine große Runde zu machen, von daher, ich riskiere es einfach. Das ist wahrscheinlich freuen. Ich hoffe einfach mal nicht. So, greifen wir uns alle an, oder? Sieht nicht so aus. Typi, Typi! Leute, pass auf. Macht nicht aggressiv. Okay, gut. Gut, gut. Alles gut, Leute, alles gut. Er ist vorbeigezogen. So, greifen wir uns jetzt die anderen. Nee. Sollt uns angreifen, verdammte Scheiße! Was ist denn los mit euch? Die einfach so rum. Mach nix, lass den Freund auf den Typi. Die fliegt die ganze Zeit hier rum. Was ist los mit dem? Da muss man jetzt vorsichtig sein. Okay, übertakten, einfach so, wenn wir es können. Bam, bam. Na, dann gehen. Das check's auch, bei mehr Gegner macht er natürlich eine größere Combo. Das ist irgendwie auch logisch. Okay, das war jetzt scheiße, das einzusetzen. Nehmen wir erstmal das hier. Dann jetzt sowas. Bam. Vielleicht nochmal sowas. Bam, bam. Und dann nochmal das. Ich hoffe, der Typ ist jetzt nicht in der Nähe. Okay, jetzt irgendwie nicht eingesetzt. Und da war es nur einer. Da war es nur einer. Und er wird auch down gehen. Bam. Nochmal von hinten. Wetz. Der hält das nicht lange durch. Der hält das nicht lange durch. Bam, bam. Und hier nochmal eine Ultra-Attacke, warm und weg ist er. Ja, locker easy, locker easy. Hier ist was immer noch nicht. Ich muss. Ach. Ich muss sie doch ausrüsten, oder was? Das hat nämlich noch alles nicht gezählt. Kann ich das denn ausrüsten? Sturmgewehr, das muss ich ja. Muss ich meine Cluster-Waffe zurücksetzen? Scheint so, scheint so. Okay, okay, okay. Na dann, Leute, na dann. Zurück auf Novize. Ausrüstung. Wenn ihr meint, wenn ihr meint. Ist das überhaupt dafür? Ich hoffe. Ja. Ich kann es zumindest anlegen. Na gut, na gut. Was habe ich jetzt für Skills eigentlich? Kann ich jetzt so natürlich jetzt nicht sehen. Na toll, jetzt müssen die erstmal respawnen. Hä? Alles umsonst, alles umsonst. Verdammt Scheiße. Warum sagen die mir das nicht vorher? Die sind nicht wieder da. Okay, ich mache mal kurz eine Schnellreise. Das war ein Fail. Ein Fail schon wieder. Ein schier Fail-Part. Soll ich einen Partner überziehen oder was? Ja, fast schon für. Okay, irgendwelche, die ich gar nicht. Keiner hat doch das Band. Okay. Ja, okay, ja, okay. Da muss ich mich erstmal hier reinfinden, aber das kriegen wir auch gehandelt, hoffe ich. Moment, wen habe ich anvisiert? Das war nicht der Richtige. So, jetzt du. Ach, das ist sowas. Okay. Moment, das war besser, wenn er umgehauen ist, ne?
Okay, okay, und damit haue ich ihn um. War das nicht so? Also, dann, genau. Okay, das hat direkt geklappt, ohne das. Oder war am Schranken? Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich es nicht gesehen. Dann packen wir mal einfach. Warum nicht? Warum nicht? Was? Okay, okay. Ich dachte jetzt einfach irgendwie an. Ich weiß jetzt natürlich nicht mehr genau, wie man mit der Kost kämpft. Oh, warte, war das von hinten? Nee, das war Seite, okay. Bam, das war so schon mal richtig vorher. Das ist einfach nur umwerfen, okay. Bam, machen wir es einfach und schnell die Granate. Mist, schon wieder aufgestanden. Verdammt, ich kann schon wieder übertakten, theoretisch. Theoretisch kann ich ja tun. Wow, Typi, ouch. Machen wir es einfach. Bam. Ich sollte die ein bisschen aufwärmen lassen. Resistenz, ja, oder nicht? Warum eigentlich nicht? Umhauen. Dann höre ich das doch. Und dann schnell die Granate. Ne, er ist nicht umgehauen. Ne? Er hat den widerstanden. Okay, okay. So war das eigentlich nochmal. Wird gut, achso. Okay, okay. Was? Na dann, na dann. Kriegen wir schon irgendwie gehandelt. Man, ja, gut, geht ja gut down. Weil ich mit der Klasse jetzt lange nicht mehr gekämpft habe und irgendwie das auch nicht so spannend ist gerade. Nein, nein, noch, weil ich mache auch nicht wirklich viel Schaden. Wahrscheinlich sind die nicht wirklich gut aufgelevelt. Das ist möglich, das ist möglich. Genau, Fernkampf, ja, genau, das sind beides Fernkampfdinger. Also lade ich die auch so am besten auf. Natürlich wieder übertacken, dann lernen die sich besser auf. Machst du einfach. Dann haben wir den. Bam. Dann machen wir den. Machen wir den. So. Dankeschön. Dann umhauen. Perfekt. Dann nochmal kurz den. Damit ich den Counter hören kann. Okay. Schade. Da war das Übertacken schon vorbei. Okay. Okay. Ich kann schon wieder übertakten. Holy shit! Wie schnell kriege ich die 3000 Punkte zusammen? Was ist los? Alles klar! Alles klar, wir! Dann übertakten! Ach, schade, ich dachte, ich kriege noch schnell den hier hin. Okay. Den nochmal, bam! Dann den hier, hallo? Dankeschön. Dann umhauen. Und schnell wieder einander. Das ist schon wieder vorbei. Aber komm schon, noch schnell hinterher. Verdammt, ich glaube, ich bin gereicht. Oh, verdammt, ich kann gerade nicht. Jetzt kann ich auf einmal nicht übertakten. Jetzt, wo ich muss, quasi auf Move reagieren, dann übertakt ich nicht. Also, dann habe ich nicht nur SP. Okay, okay. Vamos. Der Kampf zieht sich jetzt echt in die Länge mit der Klasse. Oder kommt mir das nur so vor? Also, ich meine, das ging eben schneller. Es hat zwar auch gedauert, aber es ging, glaube ich, echt schneller. Mache ich nicht viel Schaden. Nicht viel Schaden. Bin ich eigentlich hier hin? Bin ich eigentlich. Nee, ich bin nix. Also gut. Wir an die Seite gehen. Für den Angriff hier. Ruf reagieren. Autsch. Kippi, furzt mich nicht an. Das haben schon die Bisa-Floors gemacht. Das war auch schon uncool. Schnell. Verdammt. Verdammt. Vor daneben erst. Das ist sowieso zu spät. Ein Typi, lass es sein. Er fehlt einfach schon wieder. Trifft echt selten damit, ne? Aber okay, soll mich ja nicht weiter stören. Da ist mich umgeworfen. Schade. Aber ich hau trotzdem die Granate drauf. Warum nicht? Warum nicht? Bam, wieder von der Seite. Echt wenig Schaden. Echt verdammt wenig Schaden. Ja, naja. Aber komischerweise, jetzt halten alle unsere Teammitglieder viel länger durch. Auch Alexa ist noch gar nicht gestorben. Also nicht, dass ich wüsste. Vielleicht habe ich die auch einfach nicht drauf geachtet. Kann auch sein. So, jetzt können wir schon wieder übertakten. Wir können verdammt oft übertakten. Mit der Klasse irgendwie. Ich weiß nicht warum. Aber okay, warum nicht? Was, schon zu Ende? What the fuck? Das war aber kurz. Achso, er ist tot. Deswegen. Okay, warum konnte ich jetzt so lange nichts machen? Ich habe keine Ahnung. Aber okay. Zu den nächsten Gegnern.
Aber scheinbar ist jetzt auch der Typ hier nicht mehr unterwegs. Wahrscheinlich, weil jetzt Tag ist. Der ist scheinbar nur nachts unterwegs. Obwohl, da hinten ist er doch, oder? Das ist er doch. Haben wir das hier schon erkundet eigentlich? Nein, haben wir nicht. Aber jetzt haben wir es. Sehr gut. Okay. Da hinten waren die. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wollte eigentlich einen Bogen nur machen, aber... Dann war es schon zu spät. Typi, lass mich doch in Ruhe. Ich will nichts von dir. Ich will die kleinen Viecher hier umbringen. Er wird mich aber nicht lange folgen. Der ist ja lahm wie eine Schnecke. Typi, lass doch mal ab von mir. Aufpassen, dass ich nicht irgendwelche Gegner reinlege. Aber würde ich ja auf der Minikarte sehen. Kommt wieder der Typi an. Misch dich nicht ein! Misch dich nicht ein! Ich will nur hier die Viecher plätten. Wir sind schon bei 25 Minuten, aber trotzdem will ich das noch schnell machen. Ich hoffe, das geht jetzt noch schnell. Ja, die macht einiges an Schaden, die Waffe. Ich weiß es gar nicht. Wieso greife ich nicht an? Hallo? Nein, verdammt, ich wollte uns nicht. Okay. Bam! Umgehauen. Ich setze jetzt einfach das ein, auch wenn es den Zähl nicht hört, aber zumindest macht es mehr Schaden, weil er umgeworfen ist. Zack. Manchmal reagiert er um die zu spät. Also, um die immer der Skill, wenn ich einen guten Skill aktivieren will, dann aktiviert es nicht direkt. Muss er um die immer zweimal drauf gucken. Beispielsweise. Jetzt muss ich ihn natürlich einzeln besiegen. Kann ich nicht irgendwie mehrfach Angriff machen? Vielleicht. Ich ziehe einfach einen anderen an. Anderen anvisieren. Ja, genau, den noch mitholen. Okay, der ist schon mit. Ist den noch? Gut, anhitten. Hallo, Shanna, schieß doch. Dankeschön. So, okay. Okay, okay. Dann übertakten wir auch nochmal. Wenn wir schon können. Echt verdammt oft übertakten mit der Klasse. Ich hab keine Ahnung, wo uns liegt, aber wir bauen echt viel SPR auf. Das will mir gefallen. Das ist jetzt natürlich unüberlegt ein, aber okay. Wir können Spiel übertakten. Gar zu Ende, wir können es einfach Spiel übertakten, ey. Wir hätten es fast noch verlängern können, aber dafür hat es wohl doch nicht gereicht. Ja, okay. Ja, okay. Zack, schon wieder konnte ich nicht direkt einsetzen. Ich muss immer zweimal draufklicken. Komisch, komisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber okay. Oh, vielleicht auf den Ruf reagiert. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut. Und ich kann schon wieder übertakten. Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Wodurch... Nimm mal den SP so auf. Wodurch steckt mir der SP so krass auf? Ich weiß nicht. Das hilft irgendwie. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich sehe es hier nicht wirklich, aber wir bauen echt schnell wie SP auf. Vielleicht durch die Waffe, das kann natürlich sein, dass sie extrem viel SP aufbaut. Das kann sein, das kann sein. Wenn man übertakte und damit angreifen. Ich habe auch irgendwie. Alter. Ich schieße nur normal drauf, ne? Holy bitch, das ist die Waffe, glaube ich. Ich habe nichts gemacht, ich habe keine Skills eingesetzt oder so. Ich habe einfach nur drauf geschossen und das war schon wieder fast bei 3000. Holy shit. Ich glaube echt, das liegt an der Waffe. Krass. Ja. Ground Gear Tests are fun, right? I mean, in moderation. Half the time these projects get scrapped because the data sucks. But today felt really good. I hope this thing makes it to production. It'd feel great to know our work ended up saving lives, you know? Sorry, I'm rambling again, huh? Tika's waiting for our report, so let's head back. Okay, gut, wir müssen noch zurück. Ich hab schon die Mission mehr zu Ende, weil ich will das gerade mal nachgucken. Ausrüstung. Liegt das jetzt wirklich an der Waffe? Ich denke schon. Moment. Ich habe die auch ausgerüstet, das kann ich hier sehen. SP gewinnt 300! Pro Schuss, ne?
Okay, das erklärt so einiges. Das erklärt so einiges. Das ist krass. Das ist echt krass. Okay, okay, alles klar. Warum nicht? Jetzt war cool die Waffe, aber ich will eigentlich meine Klasse behalten. Meine aktuelle. Also schnell wieder wechseln. Zack. Und jetzt muss ich natürlich wieder meine Waffen ausrüsten. Ja gut, welche hatte ich denn da? Hatte ich denn die goldenen oder sowas? Da, die vielleicht. Ja, ich glaube, das waren die, genau. Dann hier wieder meine Flügel. Die hier, perfekt. Schön. Gut. Gut, gut. So, dann würde ich aber sagen, ich beende hier den Part. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Okay. Obwohl, ich kann mich schnell noch porten, denke ich. Obwohl, ich starte einfach den Part dann in der Stadt, ne? Also, Leute, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir die Sorry, muss kurz aufstoßen. Die Harmonie-Mission ab. Und, ach, scheinbar haben wir auch jetzt wieder genug Miranium. Okay, dann können wir auch wieder was investieren und eine neue Harmonie-Mission annehmen. Alles klar, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen. Schreibt außerdem doch mal in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat und was nicht so gut. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.